Wir haben am interfakultären Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaft der Universität Salzburg eine sehr interessante Interventionsstudie durchgeführt, bei der wir die TerraPro-Auflage auf ihre Wirksamkeit hin überprüft haben. Das Untersuchungsdesign hat in etwa so ausgesehen, dass wir eine klassische Doppelblindstudie durchgeführt haben. Die eine Gruppe hat auf diesen Auflagen eine längere Zeit, sprich insgesamt 3 Wochen vor der eigentlichen Intervention geschlafen. Die Placebo-Gruppe war der Meinung, ebenfalls auf diesen Auflagen zu schlafen. In Wirklichkeit war aber die Funktion der Auflage ausgeschaltet. Anschließend, nach dieser Eingewöhnungs- oder Einschlafphasenperiode, haben wir eine hochintensive Kraftausdauerbeanspruchung durchgeführt, die zu starken Muskelkaterphänomenen geführt hat, und haben im Anschluss daran überprüft, welche dieser beiden Gruppen rascher auf diese intensive Beanspruchung reagiert im Sinne der rascheren Regeneration. Wir konnten hochsignifikante Unterschiede zugunsten der TerraPro-Auflage finden. Das heißt, dass der überwiegende Teil der Mitglieder dieser Interventionsgruppe sehr schnell reagiert hat, rascher reagiert hat als die Placebo-Gruppe. Wir haben festgestellt, dass der überwiegende Teil sehr in hohem Maße positiv darauf reagiert hat. Einige haben weniger stark darauf reagiert, aber über die gesamte Gruppe verglichen gab es, wie gesagt, einen hochsignifikanten Unterschied zugunsten von TerraPro. Man kann daher davon ausgehen, dass das Benutzen dieser Auflage zu einer rascheren Regenerationsfähigkeit führt, die sowohl körperlich, motorisch relevant sein dürfte, aber es gibt auch sehr viele Hinweise, dass damit indirekt verbunden auch eine psychische Regeneration eintritt, die bestimmt für die einzelnen Personen von großem Vorteil sein dürfte.